Spaßfreunde, euer Görki am Start. Ich habe euch heute wieder zwei schöne Übungen mitgebracht. Es geht diesmal hier um den Trizeps. Und zwar habe ich mir gedacht, was man super trainieren kann, ohne dass man jetzt vielleicht zwei Kurzhanteln braucht. Habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann eigentlich nur diese Standard-Dip-Variation gefunden zwischen zwei Stühlen. Und da habe ich mir gedacht, was kann man denn geil zu Hause machen und vor allem auch alternativ im Fitnessstudio. Und ich habe euch hier zwei geile Dip-Variationen mitgebracht, die garantiert nicht für jeden Anfänger ist, sondern für jeden Fortgeschrittenen. Denn diese Dip-Variation zwischen zwei Stühlen ist ja echt so ein bisschen für Lauchs. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein bisschen Tempo reinbringen, ein bisschen den Trizeps zum Brennen bringen. Und deswegen hier die erste Variation der Dips. Einmal hinten schön abstützen und dann schon die Füße auf einen Gymnastikball abstellen oder sucht euch irgendeinen instabilen Untergrund. Das bewirkt einfach, dass ihr die Stabilität des Oberkörpers jetzt hier nicht mehr mit dem Bein und mit der Rumpfmuskulatur ausgleichen könnt, sondern mit dem Trizeps. Ja? Sprich, der Trizeps muss noch viel stärker arbeiten, damit ihr nicht einfach umfallt. Und das haut richtig rein für den Trizeps, diese Übung, wenn ihr einfach wirklich mit dem Trizeps auch noch stabilisieren müsst. Macht es mal nach. Hier einfach 3x10 Wiederholungen in etwa und ich wette, das ballert schon ordentlich rein für euch. Könnt ihr auch super im Gym machen, wenn ihr so einen Ball dort habt, macht das mal aus. Perfekt, um am Ende den Trizeps nach dem Push-Day zum Beispiel nochmal auszupowern. Die zweite Übung, richtig geil auch, und zwar einarmige Dips. Da kann ich euch garantieren, das schafft nicht jeder. Da müsst ihr ein bisschen trainiert sein, müsst auch ein bisschen aufpassen, dass ihr es hinbekommt. Die Schwierigkeit variiert ihr, indem ihr mit den Füßen weiter nach vorne wandert, ja, wenn die weiter vorne sind, wird es natürlich schwieriger, weil mehr Widerstand auf dem Trizeps ist. Wenn ihr ein bisschen mehr nach vorne geht mit den, beziehungsweise näher rankommt mit den Beinen, dann habt ihr mehr Stabilität und der Trizeps ist ein bisschen entlastet, ja. Schwierigste Variation, Beine ein Stück nach vorne wandern und dann einarmig. Die andere Hand könnt ihr einfach auf der Brust verschränken und dann geht ihr hier wirklich auch 10-mal runter, versucht 3 Sätze zu machen, einarmige Dips. Diese Übung ist knallhart und da garantiere ich euch, das schafft nicht jeder. Schreibt mal in die Kommentare, wer es hinbekommt. Auch hier eine super Übung, nicht nur für zu Hause, sondern auch fürs Fitnessstudio. Einfach mal eine Alternativübung, die garantiert reinhaut. Ja, das waren jetzt 2 Übungen, die ich euch mal zeigen wollte, die auch wirklich was bewirken und nicht diese, mach mal 500 Wiederholungen, ich merke es immer noch nicht. Nein, die Dinger ballern richtig rein. Macht das nach, 2 Dip-Variationen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch freuen. Ich bin raus, macht was. I put Moses and Y on the DKNY. Miami, DC, prefer Versace. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the booty. Now who's the real dude? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push the stick called the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast me first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. A nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois.